Wie fange ich jetzt am besten an? Hey Leute, was geht? Mein Name ist Dennis Jackson und willkommen wieder zurück auf Back to Film Plus. Und diesmal ist es wieder ein Bestrafungsvideo. Wer das Video Movie Quiz Battle Ich gegen den lieben 60 Sekunden Kino aka Alex nicht gesehen hat, in der Videobeschreibung ist das Video verlinkt. Denn da haben wir uns beide gegenseitig gebattelt und da gab es natürlich auch eine Strafe. Und da ich leider verloren habe, was auch sehr, sehr knapp war. Also schaut unbedingt dieses Video, ist sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam, sage ich mal so. Ja, der liebe Alex von 60 Sekunden Kino hat dann gesagt, du schaust jetzt für mich Matrix 4. Nein. Ich soll Matrix 4, Matrix Resurrection? Heißt ja irgendwie so, irgendwie, keine Ahnung, ein komischer Matrix-Fortsetzungs... Keine Ahnung, ich habe mir den jetzt gerade angeguckt zu Ende und habe mir gedacht, okay, die erste Stunde ist einfach kompletter Müll, Meta-Ebene. So, bevor die Leute jetzt komplett verwirrt sind, warum Matrix 4, dies, das, bla bla bla. 1999, also ein Jahr nach meiner Geburt, kam Matrix, der Film, raus. Und es war eine, wie soll ich sagen, eine neue Revolution des Films machen. Generell war Matrix ein richtiger Mindfuck und auch eine hohe Kunst des Special Effects, weil sehr viel im Greenscreen aufgenommen wurde. Und es war eine hohe Kunst, diesen Film zu machen, meiner Meinung nach. Matrix 1 ist auch einer der einzigen geilen Filme, also der erste Teil, den ich finde. 2 ist noch okay und 3 ist dann so, okay, reicht jetzt auch. Und dann haben sie einfach gedacht, komm, wir machen einen vierten Teil raus. Und Spoiler für alle, die den Film nicht gesehen haben. Ich fange jetzt einfach an, über diesen Film hier zu reden. Anfangs, also der Film, sagen wir mal so, der Grundkern, also diese Grundidee, ist okay, kann man machen, aber nicht als ein über 2 Stunden langen Film. Dieser Film ist, viele hassen ihn, ich denke mir nur so, warum hat man den gemacht? So, er macht keinen Sinn. Anfangs wird einfach über Matrix an sich, also Matrix ist in diesem neuen Matrix-Film ein Spiel und wird dann auch in Rückblenden nochmal erzählt. Das heißt, wir sehen die ganzen Teile nochmal in Matrix 4, also so, keine Ahnung, wahrscheinlich sind da 5 Minuten Material von Matrix 1, 2 und 3 drinne. Oder mehr, keine Ahnung, kann sogar mehr sein. Und die Geschichte ist quasi so, Matrix ist in dem vierten Teil ein Spiel und wird halt ausgenutzt, so ein bisschen Meta-Ebene, was ich dann irgendwie ein bisschen schwach finde. Also wer Meta noch nicht versteht, Meta-Ebene ist quasi so, wir tun uns witzig machen. Spaceballs hat sehr cool gemacht, dass Spaceballs sich witzig gemacht hat, dass die einen Film über Filme machen, Merchandise, sich witzig drüber gemacht haben. Merchandising? Merchandising? Was ist denn das? Merchandising! Kommt, ich zeig's euch. Kommt, tretet näher. Seht euch um. Wir haben jeden Artikel mit dem Namen des Films versehen. Merchandising, Merchandising. Damit wird das große Geld beim Film gemacht. Das ist ein bisschen Meta, weil wir gucken den Film und die gucken den Film auch aus der Sicht eines Filmguckenden. Und das ist Meta. Bis zum gewissen Grad ist es noch sehr witzig und unterhaltsam. Aber in Matrix macht es gar keinen Sinn. Eine Stunde pur Meta hin und her. Eine Katze taucht auf und die heißt Déjà-vu. Wie im ersten Teil die Katze sich wiederholt und Neo sagt dann, oh, Déjà-vu. Und Déjà-vu bedeutet Matrix, oh, es ist eine Zeitschleife. Wir wurden gerade direkt, wir müssen schnell weg. Ach, keine Ahnung. Dieser ganze Film ist so ekel, verwirrt. Braucht man nicht. Also dieser Film, keine Ahnung. Ich will nicht sagen, ich hasse ihn. Will ich auf keinen Fall sagen, aber ich finde den Film einfach unnötig. Er wurde unnötig produziert, macht gar keinen Sinn von vorne bis hinten. Und ich habe den Film angeguckt und habe mir gedacht, macht alles irgendwie gar keinen Sinn. Wir haben einen neuen Morpheus, der dann irgendwie voll hip und cool ist und macht hier hockisch und hier informiere ich mich über dich. Und schön mein Base so, wo ich mir denke, why? Why? Ist nett anzusehen, hier und da, aber im Großen und Ganzen macht einfach keinen Sinn. Keanu Reeves, ich weiß nicht, warum du zurückgekehrt bist. Für Money wahrscheinlich. Naja, das war meine Bestrafe. Ich hoffe, im nächsten Quiz verlierst du, Alex. Dann siehst du Tigermädchen und denkst dir so, what the fuck, what I see here. So, mein Name ist Dennis Jackson. Das war Back to Film Plus. Wenn du den Film gesehen hast, Matrix 4, schreib mal in die Kommentare, wie du den Film fandest. Also fandest du ihn auch so verwirrend und fragwürdig oder sagst, ey, einer der geilsten Matrix-Filme, die ich je gesehen habe, ich weiß nicht, was du hast. Schreib es mal bitte in die Kommentare. Abonnier, um kein Video mehr zu verpassen und wir sehen uns einfach in einem neuen Video von Back to Film Plus.